Das ist auch irgendein Giftfell, weil das sehr stark wird. Dem Schlangenbiss. Klickt man einmal drauf, muss der Charakter schon angreifen. Wenn man Doppelklick, ja, dann ist ja gut. Nicht einmal angreifen und so. Jetzt haben wir keine Geister mehr. Und auch ein Dankeschön an die vielen Leute, die hier im Global Chat quatschen und auch ihren Spaß haben. Ja, das dachte ich mir. Ich sollte mich öfters heilen. Oh, ich hätte doch was gewonnen, wenn dieser Scheißteil nicht daneben ging. Oder was war es? Wahrscheinlich sogar die Cast-Time war schuld. Ja, hier oben seht ihr die Ping-Zeugs, die sind momentan relativ konstant. Oh, ich hätte lieber Burg mal, also ging das nicht. Ein Gestein. Ich glaube nur, wenn man von Spielern getötet wird, wird man bei der Burgmauer wiederbelebt. Wow, 10, cool. Ha. Ich bin reich. Wie viel habe ich denn jetzt schon? Lol, so viele Edelsteine bekommen. 285. Ja. Bald habe ich 500. Wie ich das Rumschmeißen hasse. Dieses Rumschmeißen. Vom Paladin oder vom Ding, dieser Zurückschlagzeugs da. Alles leer. Mag ich nicht. Ich will doch ein paar Magneten sammeln. Nein. Vorher wieder das blöde Ding. Nur weil man einen anderen Dialekt hat oder so, muss man natürlich sofort gehasst werden. Also, ich war es nicht. Es waren zwei oder drei Österreicher, aber trotzdem. Ich werde manchmal auch ein bisschen komisch angeschrieben oder so, weil ich ein bisschen anderen Dialekt habe. Oh, ist ja schlimm. Das macht gerade Hörschaden. Das macht sofort Hörschaden. Das ist nicht normal, ne? Nein, es ist wirklich nicht schlimm. Und wenn, dann hört einfach nicht zu. Und dann ist es überhaupt noch im Chat, wo man gar nichts hört. Also bitte. Oder meint ihr im TS? Dann geht nicht ins TS. Die haben so ein öffentliches TS. Da
da habe ich halt einmal reingeschaut und wenn nicht mehr. Die reden die ganze Zeit über Bier, Frauen und alles mögliche. Nee, danke, für mich nicht. Ich will über das Game reden, über das Spiel, über die Schlachten, solche Sachen. Alles wird immer sofort abgefarmt. 162 Millisekunden. Langsam leckt es wieder. Aber seht bei mir, ich habe eigentlich immer so um die 70 MS. Komisch weiß in anderen Games immer 30 oder 20. Aber ja. Wahrscheinlich kann Rechnung nicht so wenig verarbeiten. Aber was jetzt der Unterschied zwischen Server und Gameplay-Ping ist, weiß ich jetzt nicht. Ja, ich wollte heute das Internet kaufen, aber leider hat mein Vater nicht Zeit, meine Schwester nicht Zeit und ich hatte auch keine Zeit. Also deshalb tut mir leid, aber heute, also morgen, es ist noch nicht. Der 16. Freitags werde ich das kaufen. Und dann gibt es mehr Videos, Livestreams und solche Sachen. Ich hoffe, ihr schaut wenigstens ein bisschen mit Livestream. Sonst ja. Kann ein sehr guter Freund sein und ja, es lohnt sich mit mehr zusammen zu sein. Aber dürft natürlich nicht nerven. Und ich brauche natürlich auch meine Privatsphäre, auch in-game. Also wenn ihr dann ein Ding nicht sehen wollt oder in der Aufnahme zu sehen wollt, nehmt mir bitte keine Gegner weg oder livet mir bitte nicht einfach so zwischen meinen Beinen herum das, oder chattet den Chat voll oder so. Ja. Gut. Ja. Ein Geist besiegt uns schon. Hätte ich mir den Tod ersparen können. Oder vielleicht hat es auch etwas gebracht. Weil man bedenkt, es könnte ja sein, dass der Edelstein erst beim 2000. Gegner gedroppt wäre, wenn ich nicht gestorben wäre. Also ich finde es positiv und deshalb gehen wir kurz schauen, ob hier noch ein paar Gesteine liegen. Haha. Vorher war ein Game online, aber der war so kurz nur online, ob der überhaupt die Sache sicher nennen kann oder ob er nur einfach nur kurz schaut, ob irgendwas geflammt wird oder so. Aber leider natürlich immer im falschen Zeitpunkt. Also heute Morgen wurde zum Beispiel extrem geflammt. Also da war, wo einmal der Sky da geflammt hat. Aber das war auch positiv für ihn, weil sonst flammt er ja nicht. Und das wäre dann zu hart, wenn er gebannt wäre oder gemutet. Aber leider ist er momentan auch nicht mehr online. Keine Ahnung, was mit ihm los ist. Aber es werden extrem viele Leute schnell Spaß am Spiel. Und da fühle ich mich gerade noch ein bisschen sicher, was die Bindung an der Rechnung bei mir liegt. Hält auch nichts. Hey, was ist denn los? Ich bilde
ein Zunder kommend aus, der mir hilft, die Magnus einzusammeln, und dann gebe ich immer die Hälfte von dem, den ihr gebt, natürlich an euch zurück. Also ihr dürft die Hälfte behalten, müsst mir nur die Hälfte geben. Aber dann habe ich immerhin ein Einkommen. Ich habe fast nichts Einkommen. Wow, ein Zehner heute. Sehr schön. Ein Zehner. Cool. Oh, es lohnt sich. Man muss so 5 Millionen von diesen Magneten haben. Wie lange soll ich noch suchen? Tja. Ich verstehe nicht. Da gehe ich lieber wieder auf Sirtis. Da gab es wenigstens viel. Und zu einem, das zum Spiel ist hier so wenig droppen und dort zu viel. Und zum anderen gehört also auch zu den anderen Spielern, die hier einfach nur Magnet sammeln und keinen anderen Scheiß machen. Für was brauchen die dann Magnet? Damit sie dann plötzlich sehr stark zurückkehren können in dem Sieg. Aber das ist ja dann, da habt ihr ja gar keine Herausforderung. Eher komische Spieler. Also ich verstehe nicht. Macht doch gar nichts Spaß dann mehr. Scorpion Knight. Knight. Aha. Okay, wir müssen nach unten. Oh, Schokolade. Oh, Schuhen. Zwei Magneten drin. Gruseli. Ich brauch mehr Magneten. Ich will die Quest endlich erledigt haben. Dann brauche ich sicher 10. Also, steht das Ding, dass man 10 für den Bogen braucht. Aber wenn man jetzt mit 5 Magneten nicht mehr als einen Bahn bekommt, dann ist wirklich alles nur noch scheiß Pay-to-Win und so. Da meine ich jetzt nicht Echtgeldwährung. Okay, vieles ist mit Echtgeldwährung verbunden, aber Pay-to-Win bedeutet auch für mich das, was die meisten Spieler hinlegen und machen. Für andere Sachen Magneten verlangen und die Magneten dafür gute Sachen austauschen und so. Es ist eigentlich nur noch Handel. Das gleiche auch bei Path of Exile, da habe ich ja natürlich eine Gilde, also bin in einer Gilde, und 99,9% der Spieler kaufen sich hoch. Die kaufen sich Exalted Orbs und geben die Exalted Orbs dann für Items aus, das sie weiterbringen. Und das ist kein Spiel. Das ist eine Marktwissenschaft. Aber macht das überhaupt Spaß? Also mir macht so etwas nicht Spaß. Ich betle nicht die ganze Zeit wie die hier. Oh, der Fleck, der braucht so viele Magneten. Verkauft natürlich die besten Sachen. Also ich würde sie hier schenken. Und die Gilde. Und Leute, die mir meine Videos schauen. Es bringt mich zwar nicht so viel weiter, aber immerhin mache ich da nicht Pay to Win? Solche Sachen kotzen mich an. Das nehmen noch nicht nur wenig. Sailor Moon. Aber er heißt Sailor Moon. Das heißt Sailor, Seglermond. Sichelmond oder so. Segelmond. Sailor Moon. Gott, war das eine Pest früher. Ich wollte immer so Pokémon. Nein, Pokémon wollte ich nicht. Da war ich noch. Da gab es Pokémon gar nicht. Noch nicht. Dragon Ball schaute ich die ganze Zeit. Und was war das andere? Solche Sachen. Dann kam die ganze Zeit Salem und ich Facepalm. So musste die ganze Zeit Salem kommen. Das ist für Dreijährige
kleine ja, Frauchen. Mädchen, kleine Mädchen. Aber es ist... Man sieht nie, dass er noch eine Quest hat. Weil er einfach die ganze Zeit in der Wand steckt. Hallo, Wandstecker. Ja, jetzt bist du überhaupt nicht da. Hallo. Ah, hallo.